Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Denkmalschutz, ein Herzensthema für Leute, die sich für Heimatpflege interessieren und sich dafür engagieren. Also offensichtlich für uns alle hier. Und klingt das nicht toll? Denkmalschutz soll in die Verfassung, soll explizit Teil der Minimalgrundlagen unseres Zusammenlebens werden. Hätten wir gerne, wie auch die Bauern für die Ernährungssicherheit oder die Kinderrechte, die Kinderfreunde für die Kinderrechte. Klappt nicht immer. Dementsprechend war auch bei der Gründung des Denkmalnetzes Mecklenburg-Vorpommern der erste Satz in den Zielen, dass man eben Denkmalschutz in die Verfassung aufnehmen möchte. Aber viel mehr war es auch nicht als erstmal so als erster Punkt Denkmalschutz in die Verfassung. Aber was bedeutet es am Ende? Nämlich nicht viel außer erstmal Symbolpolitik. Und genau das ist auch das, was Sie hier betreiben, Symbolpolitik. Ein Bekenntnis ist Symbolpolitik. Wir wollen aber keine Symbolpolitik, sondern wir wollen richtige Dinge regeln für die Menschen in diesem Land. Und also sowohl in Ihrem Antrag als auch in Ihrem einführenden Vortrag bei der Einführung, hier sind Sie ja vor allem auf Alleen eingegangen, damals war es doch ein bisschen ausführlicher, haben Sie das gemacht, was Sie von der AfD immer so machen. Da werden die Sachverhalte so ein bisschen passig gemacht und am Ende stimmt es dann nicht mehr. Darauf gehe ich jetzt gleich ein. Und am Ende rufen mich nämlich dann die Leute wieder an und fragen, ich habe mir jetzt die Rede von der AfD angehört, was wollen die eigentlich? Und dann kann ich nur sagen, was soll ich denn sagen, was die wollen? Das ist schwierig, weil die wollen immer alles und nichts, Hauptsache in die Presse kommen. Den Denkmalschutz in die Verfassung aufnehmen, das signalisiert eigentlich nur nach außen, sie wollen sich um das Thema kümmern, aber es sind eigentlich nur markige Forderungen, denn einen wirklichen Effekt hätte es erstmal nicht. Und dann stehen Sie hier da und sagen, Sie stimmen uns ja sowieso nicht zu, ach wir Armen. Und da habe ich auch überhaupt kein Mitleid, denn wer eine Verfassungsänderung einbringen möchte, der braucht eine Mehrheit von 2/3. Und die kann man sich doch schon mal vorher organisieren. Haben Sie aber nicht. Das heißt, Sie bringen hier nur so einen Antrag ein und dann, wir haben ja gar keine Mehrheit. Muss man dafür sorgen im Vorfeld. So machen das alle, die eine Verfassung ändern wollen, dass sie sich Mehrheiten organisieren. Gibt es hier aber nicht zu organisieren. Und denn so viel politische Erfahrung sollten Sie doch bis jetzt haben. Ich habe das jedenfalls. Also die Zeit hätten Sie sich und uns im Plenum echt sparen können. Sie behaupten, Denkmalschutz ist in der Verfassung durch Kunst oder Kultur nicht hinreichend gedeckt. Das stimmt aber gar nicht. Bezieht man es weiter zurück aufs Grundgesetz, dabei beziehe ich mich übrigens auf jenen Felix Hammer, den Sie auch bei Ihrem Einführungsvortrag aufgeführt haben, dann ist es durchs Grundgesetz in Artikel 5 die Kunstfreiheit und damit auch die Ergebnisse der Kunstfreiheit, die Werke, die geschützt sind, schon gedeckt. Ist also indirekt auch schon dabei. Darauf könnte man rekurrieren, tun Sie aber nicht. Sie sagen, das haut alles nicht hin. Dann beziehen Sie sich auf die Verfassungen in Bayern und Baden-Württemberg. Dort würde ja das Denkmalschutzgesetz in der Landesverfassung sein, also als Staatsziel aufgeführt. Das war schon bei deren Verfassungsbildung 46 und 53, aber erst Anfang der 70er haben sich diese Länder ein Denkmalschutzgesetz gegeben, hart erkämpft von den Denkmalschützern. Das haben wir schon längst. Das Denkmalschutzgesetz ist bei uns ziemlich gut. Hat Fehler, muss jetzt novelliert werden, aber im Großen und Ganzen in der Zielrichtung, das ist ja das, was wir wollen, ist das okay. Und als Staatsziel, auch das sagt jeder Felix Hammer, lässt sich nun gerade nicht ein Recht auf besondere finanzielle Förderung ableiten, so wie Sie es in Ihrem Antrag geschrieben haben. Da haben Sie diesen Experten schlicht falsch zitiert. Also ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, da haben Sie es mal wieder bewiesen. Also eine uneingeschränkte Förderung des Denkmalschutzes lässt sich aus der Aufführung in der Verfassung nicht ableiten. Und ja, es gibt hohen Förderbedarf und zu wenig Geld, weder im Land noch bei den Leuten, die die Denkmäler besitzen. Wenn man aber mal die Denkmalbesitzer fragt, dann sind die brauchen die einerseits mehr Förderung, wissen aber auch, sind da relativ entspannt, dass das da gar nicht so zu holen ist. Und sie sagen, wir brauchen eben mehr Geld im Land. Wenn man mit dem Mühlenverein spricht, die sagen, in den 70er Jahren sahen die Mühlen in Schleswig-Holstein genauso aus wie jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern. Inzwischen gingen dann Leute in Rente, die gut verdient haben, die Zeit haben, die haben mit ihrem Geld und viel Schmackes die Dinge saniert.
Das heißt, sorgen wir für mehr Wohlstand im Land, für Wirtschaftswachstum, für gute Löhne, dann ist damit auch den Denkmälern, die im Privatbesitz sind, geholfen. Daran arbeiten wir doch schon längst. Dafür stehen wir doch als Arbeiterpartei, wir als SPD und als rot-rote Koalition. Sie fordern für die Denkmäler Schutz und Pflege. Das soll in die Verfassung, weil das mehr bedeuten würde als Förderung. Aber das steht genauso in unserem Denkmalschutzgesetz. Aufgabe, ich zitiere jetzt, Aufgabe von Denkmalschutz, ich lasse etwas aus, ist zu schützen, zu pflegen, zu erforschen und auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken. Haben wir schon, brauchen Sie nicht mehr in der Verfassung ergänzen, ist in unserem Denkmalschutzgesetz schon aufgeführt. Sie fordern den Denkmalschutz durch die Verfassung im Status zu erhöhen, durch die Aufführung in der Verfassung. Aber im Denkmalschutzgesetz ist längst Einvernehmen festgehalten. Man ist da längst auf Augenhöhe. Und es ist auch gut, dass es Augenhöhe ist und niemand bevorzugt wird. Jetzt wissen wir, im Bundesgesetz sind die Klimaschutzziele höher angesetzt als der Denkmalschutz. Und hier wird gerade die Debatte geführt, ob man nicht auch Inklusion über den Denkmalschutz stellen sollte, wenn man zum Beispiel Fahrstühle an denkmalgeschützte Gebäude baut, sodass man sie eben auch für, dass auch Menschen mit Behinderung sie nutzen können. Und da merkt man, wenn man die, im Detail die Debatten vor Ort erlebt, da wird oft Politik mit Denkmalschutz statt Politik für Denkmalschutz gemacht. Anstatt, dass man dann nochmal nachbessert bei einem Fahrstuhl, ist man einfach beleidigt und sagt, der Denkmalschutz genehmigt uns das nicht, also machen wir es nicht. Anstatt ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Lösungen zu finden. Das ist das, was die Denkmalschützer konsequent anbieten. Keine der aktuellen Debatten zum Denkmalschutz würde dadurch gelöst, dass der Denkmalschutz expliziter in der Verfassung steht. Und nur, dass Sie jetzt nicht auf die Idee kommen, jetzt jeden Punkt des Denkmalnetz im V, den wir da haben, wir haben ja 7 Ziele aufgeführt, als Antrag hier unterzubringen. Das kennen wir schon aus der Bildungspolitik, erst Mathe, dann Deutsch, dann Sport, dann Musik. Will ich hier kurz noch mal darauf eingehen, was überhaupt das Ziel von diesem Denkmalnetz ist. Können Sie sich dann nämlich gleich knicken. Das Denkmalnetz will vor allem Bürger vernetzen mit kollegialer Beratung, Fortbildung. Bürgerinnen und Bürger erklären sich bereit, Wissen über ihre Denkmäler an die nächste Generation und andere zu vermitteln. Und eben das Anliegen der Denkmalpflege auch in der Zivilgesellschaft zu vertreten. Also es geht eben nicht darum, von denen da oben irgendwas zu fordern, sondern sich als Partner anzubieten in der Gesellschaft, füreinander, für die Gesellschaft. Da sind dann so Ziele wie bei Fragen der Bildung zu Denkmälern mitzuwirken. Gute Partnerschaft und Gesprächskultur über Denkmäler anzubieten im Land, sich an Verfahren der Denkmalpflege und zu beteiligen, dass wenn in Orten es um Denkmäler debattiert wird, dass die Denkmalpfleger in der Region, im Ort auch mit einbezogen werden mit ihrer Expertise, als Angebot sich dort einzubringen. Und dort wird sowas aufgeführt wie dass Denkmäler bedarfsgerecht gefördert werden sollen, aber auch ressourcengerecht. Und dass Denkmalpflege etwas Internationales ist, also nicht unser Land zuerst, sondern wir gemeinsam auf der Welt. Und auf den Punkt, wir setzen uns für eine Politik für Denkmalschutz statt einer Politik mit Denkmalschutz ein, wie es dort steht, bin ich ja schon eingegangen. Das will ich nicht weiter ausführen. Es würde also keinen Effekt machen, den Denkmalschutz jetzt in die Verfassung aufnehmen. Es ist derzeit keine Mehrheit dafür in diesem Landtag zu bekommen. Und was Sie hier machen, ist einfach Symbolpolitik, um zu zeigen, wir machen zwar ein Thema, die anderen wollen das zwar nicht, aber wir kümmern uns eigentlich auch gar nicht um die Mehrheiten. Wir armen, mimimi. Und was am Ende da rauskommen soll, bringt es auch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Einmal Moment bitte. Es gibt einen Antrag auf Kurzintervention. Herr Stein, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegin, 3 Punkte. Punkt 1. Sie werfen mir vor, ich bringe hier einen Gesetzesentwurf ein, der lediglich Symbolpolitik sein soll. Nein, weil Sie haben ja eben selber dann auch ausgeführt, Stichwort Verfassungsrang, ja, da haben Sie den Klimaschutz aufgeführt. Und natürlich ist es so, in dem Moment, wo der Denkmalschutz genauso wie der Klimaschutz Verfassungsrang bekommt, haben wir plötzlich eine ganz andere juristische Ebene, auf der sich beide Sachverhalte miteinander bewegen. Ja, und somit hätte der Denkmalschutz sofort auch Pluspunkte in dem Abwägungsprozess Klimaschutz, Klimaschutzmaßnahmen an Gebäuden und Denkmalschutz. Also daher sagen Sie bitte nicht, es ist nur Bekenntnis oder Symbolpolitik. Nein, es hätte auch ganz praktische Auswirkungen.
Das dazu. Das nächste, Sie sagen, lediglich mit diesem Einbringen dieses Antrages tun wir für den Denkmalschutz gar nichts. Ja, das wäre vielleicht so, wenn wir nicht schon andere Anträge eingebracht hätten zum Thema, können Sie gerne mal in der Parlamentsdatenbank nachschlagen, was wir da schon alles gemacht haben. Aber ich möchte mal ganz konkret abstellen auf unsere Haushaltsanträge, wo wir eben ganz konkret auch eine bessere Mittelausstattung gefordert haben. Also wenn Sie hier vorne was erzählen, bleiben Sie bei der Wahrheit und zeichnen Sie das gesamte Bild. Und jetzt das Dritte. Da musste ich doch ein wenig, also war ich etwas irritiert, Ihr Verständnis von parlamentarischer Demokratie. Also Sie fordern von mir als Oppositionsangehöriger, ich möge doch bitte, bevor ich hier Anträge stelle, bei Ihnen anklopfen und fragen, ob ich denn die nötige Mehrheit für meine Anträge hätte. Also da muss ich sagen, das finde ich schon ein bisschen sehr abenteuerlich, weil da muss ich ja gar keinen Antrag mehr stellen. Ja? Und also das ist sehr abenteuerlich, aber gut, das kann man ja so sehen. Ich persönlich bin an der Ansicht, die Mehrheiten, die ich hier brauche, die besorge ich mir beim Wähler. Und das haben wir ja gezeigt, wie es auch funktioniert. Dankeschön. Möchten Sie darauf reagieren, Frau Abgeordnete? Ja, natürlich. Mehrheiten organisieren. Sie müssen bei niemandem anklopfen. Aber wenn Sie Ihren Antrag durchkriegen wollen, wenn Sie das ernsthaft betreiben wollen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass Sie Mehrheiten bekommen. Ja, und dann müssen, weiß ich nicht, wie Sie das machen. Also ich muss Ihnen nicht sagen, wie man Mehrheiten organisiert, das ist dann Ihre Hausaufgabe. Und in der Verfassung steht, um die Verfassung zu ändern, braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Also ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich Ihnen das noch anders erklären soll, außer kümmern Sie sich um Ihr Zeug, wenn Sie das wollen. Verfassungsrang und Klimaschutz, da merkt man eben, da liegt nämlich bei Ihnen eigentlich der Hund begraben. Sie wollen nämlich auch Politik mit Denkmalschutz statt für Denkmalschutz machen. Und ich habe das sehr gut zugehört bei der Gründung des Denkmalnetzes. Da gab es zwei Leute, die sich zu Windrädern geäußert haben. Da war einer, der stand auf, machte eine flammende Rede gegen den Klimawandel, gegen die Erderhitzung und sagte, weil das ja alles sowieso nicht stattfindet, brauchen wir unsere Landschaft nicht verschandeln. Und dann stand jemand Zweites auf, der sagte, wissen Sie, wir brauchen unbedingt erneuerbare Energien, aber wir haben hier die Höhenburg in Burg Stargard und daneben soll ein 150 Meter hohes Windrad und erst wirkt unsere Burg imposant, wenn man so ein Windrad daneben stellt, dann wirkt es ein bisschen popelig. Also das sind zwei völlig andere Argumentationsschienen. Die einen gehen von ihrem eigenen Denkmal aus und der Raumwirksamkeit und wollen das unter Schutz sehen. Die anderen nutzen einfach nur den Denkmalschutz, um ihre Klimaleugnung voranzutreiben. Sage ich mal, Nachtigall, ich hör dir trapsen. Ja, ist Ihnen nicht zu trauen an der Stelle, finde ich. Und die Haushaltsanträge, die Sie zum Denkmalschutz eingebracht haben, die Finanzierung dafür war immer auf Kosten der politischen Bildung. Und auch da sage ich nur, Nachtigall, ich hör dir trapsen. Punkt. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ich gehe davon aus, Ihr Redebeitrag ist damit beendet.